Eines Tages ging dieser Mann, dieser Multimilliardär, in eine seiner Firmen und wollte sein Gesicht waschen. Und da sah er diesen syrischen Bruder. Er sagte zu dem Syrer: Was machst du da? Weil der Syrer hat gerade die Gebetswaschung vorgenommen und er hat seine Füße gewaschen im Waschbecken. So sagte dieser Multimilliardär: Was machst du da? Ich wasche mein Gesicht da drin und du wäschst deine Füße da drin? Er sagte: Ich habe einen Herrn, Allah. Und ihn bete ich an. Er sagte: Was hast du davon? Er sagte: Dieses zufriedene Gefühl im Leben, welches ich mit nichts eintauschen möchte. Dann sagte dieser Multimillionär: Ich möchte auch so leben wie du. Er sagte zu ihm: Du kommst mit uns mit zum islamischen Zentrum. Und dann saß unser Chef neben ihm. Und er sagte zu ihm: Warum möchtest du diesen Islam annehmen? Er sagte: Ich möchte zufrieden sein in meinem Leben. Schaut, Multimillionär, und er war nicht zufrieden. Dann haben sie die Shahada gesprochen. Als er diese Shahada gesprochen hat, liebe Geschwister, fing er an zu weinen und gleichzeitig zu zittern. So fragte unser Chef ihn: Was ist mit dir, dass du so weinst? Und so sagte der Multimilliardär zu unserem Scheich: Bevor du mir diese Frage stellst, habe ich auch eine Frage an dich. Welches Geheimnis habt ihr in diesem Glaubensbekenntnis hereingelegt? Zum ersten Mal fühle ich, dass ich als Mensch lebe. Allahu Akbar. Allahu Akbar.